Am Mittwochvormittag blieben im Nährstädter Kindergarten unterm Regenbogen die Lichter aus. Grund dafür war nicht etwa ein Stromausfall, sondern der in Kooperation mit dem regionalen Umweltzentrum Hollen organisierte Tag ohne Strom. Die Kinder lernten dabei, ohne Energie aus der Dose zu leben. Dabei wurde Toast über einer Kerze zubereitet, Wasser über Kohlefeuer erhitzt und Teller von Hand gewaschen. Zudem wurden in einer Ausstellung moderne Haushaltsgegenstände mit den alten Vorgängern verglichen. Bei Kerzenschein zu frühstücken war am Ende nicht nur für die Kleinen etwas Besonderes, sondern auch für die Erzieher.